Jo, hey Leute, herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Video. Diesmal wieder zum MIS One. Wir haben jetzt soweit schon alles fertig. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, so wie dass wir die Spur verbreitern müssen mit Alu. Das habe ich schon hier. Mal kurz warten bitte. Glänzt schön. Es werden die Quellengehalte aus diesem Alu gefertigt. Das ist 6 mm stark und halt normales Alu halt. Zusammensetzung ist mir unbekannt. Ja, jetzt nochmal ein bisschen das Licht an. Und ja, Zeichnung dafür habe ich schon fertig. Nach diesen Zeichnungen werden wir arbeiten, nach diesen Maßen. Und ja, die Chassisplatte wird nochmal neu in Schwarz lackiert. Wir haben jetzt erstmal die Losi-Dämpfer dran, die vom kleinen Losi Mini AT. Gehen von der Größe her auch, habe ich jetzt erstmal so dran gebaut. Und sieht auch recht gut aus eigentlich. Ja. Dann kommt wahrscheinlich noch der Bumper so vorne dran und dann diese Korsurierhalter vom Pro-Line, dann halt vorne so rein. Das wird natürlich noch ordentlich befestigt, irgendwie mit Splinten oder so. Da wird auch noch eine Carbonplatte rüberkommen und dann werden die Korsurierhalter irgendwie anders befestigt, aber dann, damit muss ich mich dann irgendwie nochmal auseinandersetzen. Und ja, wie ihr seht, haben wir jetzt auch schon die vorderen Wellen dran. Die Räder sind jetzt dran. Die GRPs. Ja, sieht auch ganz gut aus eigentlich, bis auf dass die Spur ziemlich weit innen ist, was ich bei der Karosserie dann gemerkt habe. Ja. Ja, die Teile werden wir innerhalb in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich anfertigen. Und dann werdet ihr das Auto nochmal anders sehen. Also, Chassisplatte ist dann auch neu lackiert, sowie die Motorhalterung, die ich ebenfalls nochmal ein bisschen bearbeiten musste. Ist dann alles frisch lackiert. Und dann fehlt praktisch nur noch Regler und Motor und ein paar Ritze. Und dann ist das hier 1A. Ja. Gut, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und ja, dann sehen uns dann, würde ich sagen, im nächsten Video wieder, ne? Ja. Tschüss. Ciao.